denke, jetzt am Anfang hat es halt noch nicht so richtig funktioniert mit mir hier. Und daran arbeite ich die ganze Zeit, dass ich natürlich besser in die Mannschaft passe, vom Taktischen her. Und dass ich mich dann da auch besser zeigen kann. Na klar war ich enttäuscht, wo ich nicht bei der WM dabei war. Da bin ich natürlich noch motivierter, wie ich schon vorher gesagt habe. Ich will mich überall zeigen, wo ich kann. Ich versuche jedes Mal, wenn ich spiele, die Zeit zu genießen, zu lernen. Na klar, in den letzten Monaten habe ich natürlich auch wieder viel dazu gelernt. Ich versuche mich natürlich in meinem Spiel zu verbessern, dass ja, beim nächsten Mal der Jogi vielleicht keine Möglichkeit daran hat, mich nicht zu nominieren. Ich kann nur sagen, dass Leroy weder charakterschwach noch sonst irgendwas ist. Ich glaube, kann man an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für ihn, wie man so schön sagt. Ist natürlich klar, dass dann viel spekuliert wird, wenn ein Spieler von seinem Kaliber dann tatsächlich bei der WM nicht dabei ist. Aber zwischen mir und Leroy gibt es gar keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, wir sind gut befreundet. Antworte ich auf Englisch oder Deutsch? Oh, einfacher für dich. Kannst du eine bessere Antwort auf Deutsch oder auf Englisch geben? Sprich besser Englisch als Deutsch, glaube ich.